Das Yu-Gi-Oh! TCG ist mit Abstand das komplizierteste Kartenspiel, was wir hier auf dem Planeten Erde spielen dürfen. Und ich präsentiere euch hier die News zu unserem Lieblings-TCG. Denn wir schauen auf die Neuigkeiten, die Daten und die Fakten der vergangenen Woche. Und die präsentiere ich euch hier natürlich in diesem kurzen, knappen Video im Anschluss an die News Marmar Market Watch. Schauen mal uns das Ganze an, was da aktuell so auf Card Market abgeht, welche Kartenpreise in die Höhe schießen und welche eventuell fallen und welche Karten man eventuell jetzt noch loswerden sollte, bevor das zu spät ist. Damit auch genug von mir, lass uns direkt in die News der vergangenen Woche reinspringen. Los geht's! Wir starten die News natürlich mit der Quarter Century Bonanza. Das nächste Reprint-Set, welches hier im TCG erscheint, erscheint bei uns am 7. November. Unter der Woche gab es ein paar weitere Informationen zu diesem Reprint-Set. Und zwar, einige Reprints wurden angekündigt, unter anderem vom Elemental Hero Flame Wingman, genauso wie Drill Warrior, House Dragon Maid und Dark Paladin. Die Abelsta the Black Witch, die prometische Prinzessin, Beast Tower of Flames und Super Polymerisation waren bereits bekannt. Ich bin mega gespannt, in welchen Raritäten diese Karten in der Quarter Century Bonanza erscheinen werden und wie am Ende die Verteilung der unterschiedlichen Karten auf die Booster Packs sein wird. Dann machen wir weiter mit dem Kracher überhaupt. Und zwar bekommen wir das Structure Deck Blue Eyes White Destiny. Am 6. Februar erscheint das Ganze endlich bei uns im TCG und natürlich bekommen wir nicht nur den neuen Support, sondern auch ein paar schmackhafte Reprints. Die Reprints finden wir hier weiter unten und zwar gibt es einen Reprint, also drei Kopien von Sage with Eyes of Blue, eine Karte, die tatsächlich mehrere Euros ging. Dann bekommen wir Reprints von generischen Handtraps wie Nibiru the Primal Being, Ash Blossom und Joyous Spring, Infinite Impermanence und natürlich den Effekt Veiler. On top macht Konami etwas sehr, sehr Geiles. Zum 25-jährigen Jubiläum von Yu-Gi-Oh! Gibt es eine geringe Anzahl von Decks, die eine von drei ausgewählten Karten als Quarter Century Secret Rare enthalten werden. Zu diesen Karten gehören Maiden of White, Wishes for Eyes of Blue und der Blue Eyes Ultimate Spirit Dragon. Das ist ein extrem geiler Move von Konami, denn zusätzlich zum Structure Deck, welches schon gefüllt sein wird mit geilen neuen Support fürs Blue Eyes White Dragon Deck Thema und natürlich geilen Reprints von sehr wichtigen Handtraps, bekommen wir on top auch noch die geringe Möglichkeit, eine Quarter Century Secret Rare zu ziehen von den eben gerade erwähnten Karten. Das wiederum bedeutet auch, wenn die Anzahl der Decks wirklich small sein wird, so wie auch hier von Konami beschrieben, dann könnt ihr davon ausgehen, dass diese drei Karten in der Quarter Century Secret Rarität langfristig im Preis sehr, sehr teuer sein werden. Wir machen weiter mit Supreme Darkness. Das erste Hauptset, welches wir im Jahr 2025 erhalten, erscheint am 23. Januar. Neben Evil Hero Support und jede Menge weiteren Deckthemen, die dort nice Support bekommen, haben wir jetzt vor allen Dingen auch noch ein paar weitere Infos erhalten. Und zwar gibt es hier ein paar generische Monster, die wir bekommen. Dark Sea Serpent Triangle, dann Template Skipper und ein generisches Rank 4 Xyz Monster mit einem unfassbar nicen Artwork. Erinnert mich sehr an Demon Slayer. Und zwar Twins of the Eclipse. Der Effekt? Nischig, aber interessant. Wir machen weiter mit weiteren Support, den, ich sag mal, das Suship-Deck-Thema bekommt. Und zwar Tempura of Chance Eevee. Hat zwar Suship nicht im Namen, nichtsdestotrotz kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Karte dort bestens in dieses Deck-Thema reinpassen wird. Dann machen wir weiter mit OCG Storios Volume 4 Promo Card. Und zwar gibt es zum Manga eine Karte mit dem Namen Spoon the Seal of Magistus. Eine sehr gute Karte fürs Magistus-Deck-Thema, die auf jeden Fall einen sehr geilen Effekt hat. Hier sehen wir nochmal den Manga. Den gibt es aktuell ausschließlich im OCG. Ich würde mir eine Übersetzung fürs TCG freuen in englischer, deutscher, spanischer und französischer Sprachausführung. Wir machen weiter mit der OCG Structures Volume 9 Promocard und zwar ist es der Odd Eyes Soulblaze Dragon. Eine sehr interessante Karte, die leider kein Bossmonster fürs Odd Eyes Deckthema ist. Nichtsdestotrotz nimmt man diese Karte sehr gerne mit. Dann machen wir weiter mit der Spiel, die weltweit größte Spielemesse für Brettspiele, TCGs, Kartenspiele und Tabletops, findet bzw. fand an diesem Wochenende statt.
Und nicht nur Konami war mit ihrem Stand vor Ort, sondern natürlich auch viele andere TCG-Hersteller, die sich auf das Spiel in Essen breit gemacht haben. Meine Wenigkeit war natürlich auch vor Ort und einen Vlog zur Messe wird es in der kommenden Woche von mir geben. Ihr könnt euch definitiv drauf freuen. Wir machen weiter mit der 275. YCS, denn die fand am vergangenen Wochenende in Lille statt. Das war das erste große Event unter der neuen Banlist und das letzte große Event vor dem Drop des neuen Hauptsets Rage of the Abyss. So sieht der Deck-Breakdown für Tag 1 aus. Da sehen wir tatsächlich, dass Fiendsmith Jubel natürlich die Nase vorn hat, dicht gefolgt von Tenpai, Runic, Fiendsmith Snake Eyes, Branded, Labyrinth und Voiceless Voice. Der Top 32-Breakdown sieht wie folgt aus. Fiendsmith Jubel, wie wir hier sehen, eine sehr hohe Conversion Rate mit 34%, dicht gefolgt von Tenpai, Runic, Chimera, Labyrinth, Ritual Beast und 19% andere Decks haben es in den Top Cut bei der 275. YCS in Lille geschafft. Top 8 waren diese schmucken Herren, unter anderem natürlich Julius Schwarzkopf, der Rika San Avalon gespielt hat, und Yassin, der es bis nach Frankreich geschafft hat und sich dort tatsächlich eine Platzierung unter den Top 4 sichern konnte. Im Finale trafen dann Noel und Julius aufeinander. Fiendsmith Jubel gegen Rika San Avalon. Durchsetzen konnte sich am Ende Fiendsmith Jubel. Dieses Deck hat unfassbar viel Power, legt ein unbrechbares Endboard hin, außer man hat Evenly Matched unter Gorilla No More auf der Hand, und hat tatsächlich diese 275. YCS für sich gewinnen können. GG an Noel an dieser Stelle. Die nächste YCS in Europa findet in Bologna statt. Vom 22. bis zum 24. November findet dieses Turnier in Italien statt. Aktuell gibt es noch einige wenige Tickets, wer da also Bock drauf hat, sollte nicht zu lange warten. Wir machen weiter mit der Team YCS, die für Zentralamerika fürs Jahr 2025 angekündigt wurde. Ein Datum und eine Location ist aktuell noch nicht hundertprozentig bekannt, allerdings kennen wir schon die genauen Daten für die Team YCS in Las Vegas. Diese wird vom 15. bis zum 16. März im Las Vegas Convention Center stattfinden, und dann wurde on top auch noch eine weitere YCS angekündigt, die in Buenos Aires stattfinden wird, und zwar vom 29. bis zum 30. März. Und hier sehen wir extrem geile Sleeves, die es bei einer Team YCS geben wird. Leider kommt Europa nicht in den Genuss, diese Sleeves irgendwann mal in den eigenen Händen halten zu dürfen, denn eine Team YCS wird hier aus irgendeinem Grund einfach nicht veranstaltet. Wir machen weiter mit ein paar nicen Spielmatten, die man sich aktuell snacken kann. Unter anderem hier die Rage of the Abyss OTS Championship Spielmatte, die bei der aktuellen Season tatsächlich für den Top Cut bzw. den Erstplatzierten bei Regionals und anderen Turnieren vergeben wird, wo ihr um World Championship Qualifier Points spielt. Dann haben wir noch hier diese exklusive 2024 New York Comic Con Game Mat, die auf jeden Fall sehr nice aussieht. Dann haben wir in Japan bald den Yu-Gi-Oh! Day, und zwar gibt es dort dieses extreme sexy Bundle. Natürlich einmal die Spielmatte mit den drei blauäugigen weißen Drachen und extrem geile Sleeves. Und nicht nur ich, sondern auch viele andere Yu-Gi-Boomer wünschen sich natürlich dieses Produkt auch in Europa. Wir machen weiter mit News zum Mobile Game Duel Links, denn dort gibt es aktuell eine extrem interessante Giveaway-Aktion. Ihr habt die einmalige Chance auf einen Dark Magician, wer das Speed-Duel-Format spielt, und auf einen Ancient Gear Golem, wer das Rush-Duel-Format spielt. Dann machen wir weiter mit einem neuen Fusionsmonster, welches in Fusion of Revolution enthalten sein wird, und on top gibt es noch ein neues Event, und zwar mit Yu-Gi-Oh!, bei dem ihr unter anderem die neue Ultra-Rare-Karte von Metarion Legendstar freischalten könnt. Und als nächstes machen wir weiter mit News zum Master Duel, denn dort gibt es ein Update der verbotenen und limitierten Kartenliste, welches ab dem 9. Oktober gültig ist. Wir sehen hier verboten Urplanet Polarino, dann haben wir verboten Nightmare Corruptor Ibli und Jaugen the Spiritualist. Karten, die limitiert sind, sind einmal Poplar und der gute Fossil Diner. Karten, die auf 2 gegangen sind, sind unter anderem Fire King High Avatar Kirin, genauso wie der Gold Sarkophag, Phantom of Jubel, Beckoning Beast und Opening of the Spirit Gates. Das ist tatsächlich ein Hit in Richtung Jubel. Und Karten, die zurück auf 3 sind, sind einmal der Thunder Dragon Colossus, die Water Enchantress, Change of Heart, Eradicator Epidemic Virus und Chaos Space. Und damit machen wir weiter mit ein bisschen Merchandise News. Und zwar gibt es ab nächster Woche im Kuiper Corporation Store in Japan diese Blue Eyes und Red Eyes fluffig kuscheligen Hausschuhe zu kaufen.
Dann wird es noch eine Schale geben, aus denen ihr eure Yum-Yum-Nudeln in Zukunft essen könnt. Und fluffige Socken im Style des Dark Magician Girls. Des Weiteren gibt es noch diese Mini-Schultertaschen. Ja, Konami denkt tatsächlich auch an alle Talahons da draußen, denn diese wollen ihre gefälschten Gucci- und Chanel-Taschen natürlich gegen einen Topf der Gier oder den Kuribo tauschen. Damit machen wir weiter mit ein paar interessanten Resin-Figuren, die angekündigt worden sind, und zwar unter anderem Utopia. Sieht optisch sehr geil aus. Diese Figur hat definitiv Power. Bin gespannt, wie diese angemalt aussehen wird. Und dann haben wir hier natürlich noch den Cyberdragon. Auch sehr nice, sehr cooler Metallic-Look. Dann machen wir zum Abschluss nochmal ein bisschen Werbung für die Kollegen von HypeMat, denn dort könnt ihr eure eigene Spielmatte gestalten. Und es gibt natürlich auch schon einige vorgefertigte Designs, aus denen ihr auswählen könnt. Da ist auf jeden Fall für jeden Geschmack etwas dabei. Und natürlich gibt es auch hier die brandheißen DTV-Matten, die ihr euch gönnen könnt. Mit dem Rabattcode DTV5 bekommt ihr auch noch 5% auf euren gesamten Einkauf. Und zu guter Letzt nochmal etwas Werbung für meinen Pokémon-YouTube-Kanal. Wer Bock hat, noch zusätzlichen Content zu einem anderen TCG zu erhalten, der springt auf den Pokémon-Kanal, lässt mir ein Abo da. Ich habe unter anderem natürlich dort den Vlog der letzten Regional, auf der ich in Dortmund war, veröffentlicht. Bis hierhin war es auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Woche, doch es wird noch interessanter. Und zwar im Market Watch. Wir starten den Market Watch mit der Quarter Century Secret Rare von Aufgegebene Seele. Hier sehen wir tatsächlich so einen leichten Preisanstieg. Bei 2261 verfügbaren Artikeln glaube ich dennoch nicht, dass diese Karte in kurzer Zeit signifikant im Preis steigen wird. Nichtsdestotrotz, wer noch eine Kopie haben möchte, sollte nicht zu lange warten. Dann machen wir weiter mit Parallel Exit, denn da gibt es aktuell auch einen leichten Preisanstieg. Playset sind wir aktuell bei 1,25 € die Kopie. Dann, Transaktionswiderruf hält sich stabil, beziehungsweise fällt tatsächlich so ein Hauch, wobei 4,25 € ist wiederum auch ein Preisanstieg zum Release-Preis, muss man ehrlicherweise sagen. Die Karte war im Playset für unter 3 € zu haben, ist jetzt bei 4,25 €, also solltet ihr auch hier in dem Fall nicht zu lange warten. Wer weiß, wann ein weiterer Reprint dieser Karte kommen wird. Schnellsynchron-Sternstaubdrache hält sich stabil bei 3 €. Nicht der Rede wert. Die SP Kleine Ritterin hält sich ebenfalls stabil, wobei Tag für Tag gibt es Händler und vor allen Dingen auch Spieler, die diese Karte immer wieder nachlisten, denn 40 € ist auf jeden Fall ein guter Preis für so eine Karte, wenn man die einfach so aus 3 Boostern aus so einer Tin zieht. Nichtsdestotrotz, den erhofften Preis von um die 20 € für die Kleine Ritterin werden wir, so wie es aussieht, vorerst nicht bekommen. Weiter geht's mit Stoßer 3 Taktiken, hält sich ebenfalls stabil, aktuell immer noch bei knapp 30 € die Kopie, falls ihr ein Playset haben wollt. Der blauäugige weiße Drache, die Quarter Century Secret Rare, ist im Preis gedroppt, war bei knapp 30 € und dann wurde natürlich nachgelistet wie bekloppt, denn 30 € für die Karte ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Preis, wenn man die Karte unbedingt verkaufen möchte. Für all diejenigen, die die Karte sammeln möchten, ja, ist tatsächlich gar nicht so ein verkehrter Moment, eventuell sich mal so eine Kopie für 20 € zu holen. Oder ihr riskiert, wartet noch eine Woche oder zwei, vielleicht droppt diese Karte auch auf 15 €. Würde mich allerdings wundern, muss ich ehrlicherweise sagen, denn diese Karte ist ein unfassbar gutes Langzeitinvestment. Dennoch, bei 1783 verfügbaren Kopien ist es eventuell auch möglich, dass diese Karte nochmal einen weiteren Hauch droppt. Ob sie ihren Ausgangspreis, den sie zum Release hatte, und zwar 10 € erreichen wird, wage ich zu bezweifeln. Weiter geht's mit Kashtira Rysard. Diese Karte ist im Preis explodiert. Was ist da passiert? Wir sind ja aktuell bei 7,25, 7,34. Unter der Woche fand ein kleiner Buyout statt. Da war die Karte bei knapp 10 € und das für einen Reprint dieser Karte. Kashtira, wieder ein relevantes Deckthema im kommenden Format. Wer weiß. Dann machen wir weiter mit dem dunklen Magiermädchen und zwar dem alternativen Artwork der Prismatic Secret Rare aus der 25th Anniversary Tin Dueling Mirrors weiterhin am Steigen. 14,39, 14,45, 14,50 an dieser Stelle. Großes Willkommenslabyrinth. Leider nicht ganz so günstig wie erwartet. Wer ein Playset haben möchte, 5,85 € die Kopie. Und Arias the Labyrinth Butlerin ebenfalls bei, wo sind wir denn hier beim ersten Playset? Da, 6,74 €, was auf jeden Fall ein sehr stolzer Preis ist dafür, dass die Karte einen Reprint erhalten hat. Weiter geht's mit Rage of the Abyss. Das Display steigt aktuell im Preis. Nichtsdestotrotz hat man das Gefühl, dass die Anzahl der verfügbaren Artikel auf Market nicht wirklich weniger wird. Halten sich die Yu-Gi-Oh!-Spieler aktuell zurück? Kaufen sie nicht so viel? Überspringen sie das kommende Format mit Rage of the Abyss?
All das werden die kommenden Wochen und Monate zeigen. Aktuell geht ein Display bei Card Market für 63,75 € über den Ladentisch. Versand dürft ihr natürlich noch mit draufrechnen. Mulchami Fuvalos. Eine Karte, die im Vorverkauf zu 140 € gelistet wurde, dann auf 130 gedroppt ist und jetzt dank des Pre-Release-Wochenendes, wo man als Spieler schon das Display Rage of the Abyss kaufen und natürlich aufreißen durfte, wird jetzt hier natürlich so ein bisschen nachgelistet. Das sehen wir hier auch. Das sind die ganzen gewerblichen Händler und hier haben wir schon ein paar private Händler und da ist die Karte auch schon schön am Droppen. Allerdings immer noch kein Preis, den ich bereit wäre zu bezahlen für eine Kopie von Fuvalos. Wir sind hier aktuell bei 122 € die Kopie. Wir machen weiter mit Deception of the Sinful Spoils. Die Continuous Spell, die als Secret Rare in Rage of the Abyss erscheint, ist aktuell im Playset bei 39 € die Kopie. Dominus Impulse im Vorverkauf ebenfalls bei 30 €, wobei wir hier schon ein paar Listings haben. Die Preise droppen hier an dieser Stelle in eine sehr gute Richtung, freut mich auf jeden Fall. Fire King Kotir Ulkanix ebenfalls am Droppen. Da sind wir bei 17,75, aber hier gibt es schon einige private Händler, die das Ganze für 14 € anbieten. Ich vermute mal, dass diese Karte unter 10 € landen wird. Wir machen weiter mit dem Ultimate Dragon of Pride and Soul. Die Karte, die als Quarter Century Secret Rare in Rage of the Abyss erscheint, ist natürlich hauptsächlich für Sammler gedacht. Aktuell haben wir hier schon Kopien für 85 €. Wer die Karte aus dem Display ziehen sollte, versucht sie so früh wie möglich zu so einem hohen Preis zu verkaufen. Denn wenn wir uns hier die ganzen anderen Quarter Century Secret Rares anschauen aus den vergangenen Hauptsets, muss man tatsächlich erschreckenderweise sagen, dass die sehr, sehr tief im Preis gefallen sind. Klar, es ist eine Karte für Sammler, aber eine nicht spielbare Karte. Und dementsprechend ist diese Karte auch weniger interessant, muss man ehrlicherweise sagen. Das macht One Piece an dieser Stelle um einiges besser, denn die ganzen Manga Rares oder Alternative Artworks von Liedern sind auch gleichzeitig spielbare Karten, die man in sein Deck integrieren kann, aber auch gleichzeitig sammeln kann. Die nächste Karte, die wir uns anschauen, ist Insel des Feuerkönigs. Und zwar die Super Rare aus dem OTS Tournament Pack 25 mit dem neuen Support, welches das Fire King Deck Thema jetzt erhalten hat, ist Pure Fire King definitiv eine sehr, sehr gute Alternative zu den ganzen Meta-Decks. Wir sind hier aktuell noch bei 10 Cent, 11 Cent. Wer ein Playset haben möchte, muss schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Da sind wir bei 50 Cent die Kopie. Wer das Deck also in schön spielen möchte, sollte sich die Super Rare zeitnah ranholen. Drachenmeistermagier. Klar, das Blue Eyes White Dragon Deck Thema wurde jetzt offiziell fürs TCG bestätigt und das ist definitiv eine Karte, die man beobachten sollte. Falls sie keinen Reprint erhält, müssen allerdings Yugi Boomer relativ tief in die Tasche greifen. Man kann das Deck aber auch sehr gut ohne den Drachenmeistermagier spielen. Centurion Emmet ist eine Karte, die steigt, denn diese Karte hat keinen Reprint in der 2024er TIN erhalten. Da sind wir bei 2,39, 2,50, 3 €, 3 € und relativ zügig steuern wir schon auf die 4-5 € zu. Orkust Hafenhorror. Unter der Woche gab es Leaks, die in naher Zukunft Support erhalten sollen und unter anderem war da auch Orkust mit bei. Genau aus dem Grund ist diese Karte mal ganz kurz im Preis eskaliert. Da sind wir hier bei 50 €, 50 €, 55 €, 99 € für die Quarter Century Secret Rare aus Battles of Legend Terminal Revenge. Und dann haben wir noch eine Karte, über die ich mit euch sprechen muss, bei der ich nicht so richtig weiß, wo die aktuell gespielt wird, warum, wieso, weshalb. Steigt auf jeden Fall aktuell im Preis und zwar der magische Android. Diese Karte ist im Preis gestiegen, da sind wir bei 17,60, 16,99 €. Diese Karte hat folgenden Effekt. Während der Endphase bekommt ihr 600 Life Points für jedes Psychic Monster, welches ihr kontrolliert. Ist das eine Karte, die man vielleicht mit dem neu angekündigten Punk Support dann zusammenspielen kann? Es bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Es gibt nur sehr, sehr alte Prints dieser Karte, unter anderem einmal die Ultra Rare aus Legendary Collection 5D's Mega Pack und dann gibt es noch eine weitere bezahlbarere Kopie aus The Duelist Genesis. Da sind wir aktuell bei 15,50 €. Falls diese Karte aktuell auch im Edison-Format gespielt wird, ballert mir das sehr gerne in die Kommentare. Und damit beenden wir auch den Market Watch. Eine wilde Woche liegt hinter uns. Ich bin gespannt, wie wild die kommende Woche wird. Und ich hoffe, ihr treibt so richtig wild. Treibt es mal richtig wild, startet in die Woche wild, beendet die Woche wild. Und dann sehen wir uns hier nächste Woche Sonntag um 18.30 Uhr wieder und erzählen uns gegenseitig, wie wild es eigentlich war. So, lasst es krachen. Ich wünsche euch eine geile Zeit. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder, spätestens um 18.30 Uhr zu einer weiteren Folge TCG aktuell. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.